Herzlich willkommen. Mein Name ist Rebecca Schönfelder. Heute sind wir in der Friedenskirchengemeinde am Friedenberg. Liebe Gemeinde, ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Vielleicht kennen Sie die Asterix- und Obelix-Geschichten, haben Sie sich vielleicht von Ihren Kindern oder Enkeln einmal erzählen lassen. Die Geschichten von dem kleinen gallischen Dorf, deren Bewohner mit Hilfe eines Zaubertranks über schier unglaubliche Kräfte verfügen. Solch große Kräfte wünschen wir uns wohl auch manchmal. Sicher nicht wie bei Asterix und Obelix zum Kämpfen, auch nicht unbedingt Kräfte rein physischer Natur. Aber viel Kraft wünschen wir Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Wir brauchen die Kraft der Hoffnung und der Zuversicht, wenn eigentlich alles hoffnungslos wirkt. Wir brauchen Kraft, um unser Leben zu meistern. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie Adler. Heißt es in dem Predigtext für den heutigen Sonntag aus dem Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Ursprünglich richtete sich dieser Vers an das Volk Israel im babylonischen Exil. Nicht sie selbst, ihr schon die Elterngeneration, war nach Babylon verschleppt worden. Man litt unter dem Verlust der politischen und noch mehr vielleicht der religiösen Autonomie. Man sehnte sich nach den Verwandten, die daheim geblieben waren, auch wenn diese im Laufe der Jahre wahrscheinlich schon mehr oder weniger zu Fremden geworden waren. Man hoffte auf die Rückkehr in die Heimat, kannte diese allerdings wahrscheinlich im Wesentlichen aus Erzählungen der Eltern, die wahrscheinlich nach und nach immer mehr verklärt worden war, wie wir Menschen das oft so tun, mit schönen Erinnerungen in der Rückschau. Das heißt, aus der lebendigen Hoffnung war eher so etwas wie eine unbestimmte Sehnsucht nach einer besseren, mehr oder weniger heilen Welt geworden. In dieser Situation wird Ihnen und uns allen in unseren Notsituationen versprochen, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Eine Kraft, die aufatmen, aufleben lässt, die geradezu beflügelt, inspiriert und motiviert. Eine Kraft, die aus einer unbestimmten Sehnsucht wieder eine lebendige Hoffnung werden lässt. Eine Hoffnung, die den Blick wieder öffnet für alles Schöne, auch im Schweren, für alle Wege, die sich öffnen in eine bessere Zukunft. Eine wunderbare Verheißung. Immer wieder bekommen wir neue Kraft. Allerdings, diese Kraft wird uns immer wieder neu zuteil. Wir haben sie nicht verfügbar wie das kleine gallische Dorf mit seinem Zaubertrank. Wir können sie uns auch nicht einfach nehmen, wie wir im Supermarkt überlegen, wie viel Packung Toilettenpapier, Mehl oder Nudeln wir vorsichtshalber einkaufen sollten. Anders ausgedrückt, wir bleiben Bedürftige. Wir sind und bleiben angewiesen darauf, dass wir die Kraft bekommen, die wir brauchen. Der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April vor 75 Jahren hingerichtet wurde, hat das in seinem Glaubensbekenntnis so ausgedrückt. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern ganz auf ihn verlassen. Auch hier, wir haben diese Kraft nicht aus uns selbst heraus. Wir haben sie nicht verfügbar, so sehr wir uns das vielleicht manchmal auch wünschen würden. Diese Kraft wird uns sozusagen zugeteilt. Dennoch kann sie auch uns in schweren Zeiten aufatmen, aufleben lassen. Sie kann uns beflügeln, kann uns die Hoffnung geben, die wir brauchen.
um angesichts einer nicht nur ungewissen, sondern wahrscheinlich recht schwierigen Zukunft nicht zu verzweifeln, sondern die Herausforderungen anzunehmen und Wege einer sinnvollen Gestaltung zu finden. Dietrich Bonhoeffer hat das am Ende seines Glaubensbekenntnisses so ausgedrückt: In diesem Vertrauen müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Denn wir dürfen darauf vertrauen, dass diese Kraft dennoch oder vielleicht gerade deshalb verlässlich ist, sie uns tatsächlich immer wieder neu zuteil wird. Amen. Wir beten, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Von dem Lied unter der Nummer 65 singen wir die siebte Strophe miteinander. Musik.